Hi Leute, ob es uns gefällt oder nicht, es wird kalt in Deutschland. Der Winter steht vor der Tür, also bei uns hat es auch schon mal geschneit. Ich nehme an, beim einen oder anderen von euch auch. Aber ja, nehmen wir das jetzt mal zum Anlass, weil ist ja jedes Jahr eine wiederkehrende Geschichte. Immer wieder die Frage, wie mache ich mein Freizeitfahrzeug winterfest? Und damit herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. Und auf das heutige Thema bin ich tatsächlich die Tage auch so ein bisschen draufgehoben worden, weil mich jemand angesprochen hat, wie ich das halt mache. Grüße gehen an der Stelle raus an den Markus. Und ich habe ja schon mal ein Video gemacht, da ging es allerdings damals um meinen Wohnwagen. Video, also Infokarte schiebe ich euch dann noch mal rein. Da hatte ich das dann schon mal gezeigt, wie ich das bei einem Wohnwagen, bei einem Caravan mache, wie ich den winterfest mache. Aber jetzt haben wir ja beides. Die Anja hat ja ihren Wohnwagen, also ich habe ganz schön viel zu tun, merke ich gerade. Anja hat ja einen Wohnwagen, ich ein Reisemobil. Und weil es ja dann doch den ein oder anderen Unterschied gibt, möchte ich zum Reisemobil heute auf jeden Fall mal was sagen. Und damit wir da in das ganze Video so ein bisschen Struktur reinkriegen, habe ich mir das so in 4 Themenschwerpunkte jetzt aufgeteilt. Wir fangen erstmal an mit dem Fahrzeug von außen. Dann gehen wir mal rein und nehmen das Fahrzeug von innen, was man da so machen muss. Dann ist natürlich ein Schwerpunktthema die Elektrik. Und ganz zum Schluss kommen wir dann noch zum Wasser, also Abwasser und Frischwasser. Und damit fangen wir auch gleich mit dem ersten Punkt an, Fahrzeug außen. Was meine ich damit? Ja, also Leute, wenn ihr euer Freizeitfahrzeug jetzt eine längere Zeit, irgendwo stehen habt, also über Winter nicht nutzt, vielleicht nicht zum Wintercamping fahrt, da muss man natürlich am Fahrzeug allgemein mal ein bisschen was machen. Und zwar, ich sag mal so, weil unser Reisemobil, Wohnmobil ist ja ein richtiges Fahrzeug mit allem, was dazugehört. Und der braucht ja sowieso eine regelmäßige Wartung. Ich unterstelle natürlich, dass ihr eure Wartungen, eure Inspektionen in der Vertrags-, in der Fachwerkstatt durchführen lasst. Ich habe jetzt trotzdem mal hier vorne aufgemacht, weil es gibt ja auch außerhalb der Inspektion immer mal was, was man kontrollieren, im Auge behalten sollte. Und gerade jetzt natürlich auch zur beginnenden Winterzeit muss man da auch ein Augenmerk drauf legen. Und es sind aber nur 2 Sachen. Ich zeige euch jetzt nur die Sachen, die jeder ganz einfach kontrollieren kann und auch dann kontrollieren sollte. Und zwar ist es zum einen der Stand des Kühlwassers. Ne? Sollte man ja immer mal nachgucken, wie da so der Stand ist. Gibt es ja eine Minimum- und eine Maximum-Markierung, ob da also noch genug drin ist. Und ganz wichtig ist natürlich jetzt, wenn es kalt wird, dass auch ein entsprechender Frostschutz gegeben ist. Wie gesagt, wenn ihr eure Inspektionen machen lasst, ist dann entsprechend Frostschutz drin. Da kann euch also nichts passieren. Aber für die, die natürlich das noch mal checken wollen, also das ist ganz einfach, kann man das selber machen. Ich habe mir mal hier im Autozubehörhandel und Baumarkt, habe ich mal hier so eine Pumpe gekauft. Da kann man einfach von dem Kühlwasser was abnehmen und hier ist eine Spindel drin und dann sieht man genau, wo die sich einpendelt, bis wie viel Grad minus der entsprechende Frostschutz gegeben ist. Kann man machen, muss man nicht machen, weil normalerweise sollte das passen. Und der zweite Punkt ist natürlich das Wischwasser. Da habt ihr vielleicht noch vom Sommer ein, ich sage jetzt mal, normales Wasser mit nur irgendeinem Spülzusatz drin, also so ein Sommerwischwasser, sage ich jetzt mal. Das solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr jetzt im Winter wirklich auch ein Wischwasser nehmt und das mit einem Frostschutzmittel dann auch mischt. Ne, gibt es ja überall, dass dann auch wirklich da nichts einfrieren kann und auch die Wischwaschanlage dann auch bei Minusgraden funktioniert. Und das war es jetzt auch schon hier vorne. Mehr gibt es nicht zu tun. Können wir den Deckel gleich wieder zumachen und gehen mal zum nächsten Punkt. Und das ist ja wirklich ein ganz heißes Thema. Reifen. Ja, Leute, warum ein heißes Thema? Also bei Campingfahrzeugen ist auch bei Wohnwagen ja so, ist immer wieder die Frage, wenn die länger stehen, gibt es da irgendwelche Standschäden? Habt ihr bestimmt schon mal gehört, sogenannte Standplatten? Ja, also ich habe zwar noch keinen gesehen, aber ich weiß, dass es immer wieder Thema ist. Jetzt muss man natürlich zu den Reifen grundsätzlich was sagen. Fangen wir mal so an. Also bei diesen Kontrollen, die wir so machen, die wir auch während dem Jahr machen,
gehört natürlich jetzt auch dazu im Winter, dass ich meine Reifen noch mal kontrolliere, dass ich noch mal gucke, hat die Flanke irgendwelche Beschädigungen, ist auf der Lauffläche irgendwas, hat man sich vielleicht einen Nagelschraube oder sonst was eingefahren, also sind die beschädigt. Also das schon mal grundsätzlich, aber das machen wir ja immer. Aber jetzt im Winter, gerade wenn euer Freizeitfahrzeug lange steht, müssen wir da jetzt noch irgendwas Besonderes machen, müssen wir da noch irgendwas gucken. Zu diesen Standschäden muss man halt einfach sagen, wir haben ja hier, ja, ich möchte jetzt nicht sagen LKW-Reifen, ne, aber so auf diesem Niveau bewegen wir uns vielleicht ein bisschen, weil die haben ja auch schon einen entsprechenden Lastindex, also die haben ja schon eine sehr hohe Tragkraft. Also das heißt, die können per se schon mal einiges ab, dass solche Standschäden eigentlich nicht entstehen. Aber was solltet ihr jetzt machen, wenn ihr euer Freizeitfahrzeug einmottet? Auf jeden Fall den Luftdruck kontrollieren. Ihr seht hier auf dem Reifen, also bei mir steht es hier unten, seht ihr eine entsprechende Angabe vom Luftdruck. Und zwar ist das der Maximalluftdruck, der hier angegeben wird. Die Angabe hier bei mir ist 475 kPa und das entspricht dann auch 4,75 bar. So. Wenn ich das also weiß, mit was für einem Luftdruck mein Reifen maximal gefahren werden darf, dann sollte ich den natürlich jetzt gerade, wenn das Fahrzeug länger steht, sollte ich den wirklich bis zum empfohlenen maximalen Luftdruck auffüllen. Und ich habe mich sogar noch mal rückversichert jetzt vor dem Video, weil wir haben ja bei uns im Team auch einen Spezialisten, den Atti, Kfz-Meister, eigene Werkstatt. Den habe ich auch noch mal gefragt, Atti, muss man da noch sonst noch irgendwas beachten? Und der sagt, du, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, also maximal empfohlener Reifendruck plus 0,2 bar noch zusätzlich drauf und dann kann dem Reifen eigentlich nichts passieren. Da braucht man sonst auch wirklich nichts machen. So. Das war Thema Reifen. Wir sind immer noch außen, weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist was, was auch wirklich jeder machen kann und machen sollte jetzt vor der kalten Jahreszeit. Weil was passiert, wenn es so draußen kalt ist? Wenn man hier so die Tür aufmachen will, ne, dann klebt manchmal so der Dichtungsgummi an der Tür. Das heißt, diese Gummis hier brauchen natürlich auch eine entsprechende Pflege. Und da gibt es wirklich viele Pflegeprodukte im Autozubehörhandel oder im Baumarkt. Zum Beispiel so Fläschchen, wo ein Schwamm gleich vorne auf der Kappe oder oben drauf auf der Flasche sitzt. Da kann man dann den Gummi mit entsprechend gerade so ja, einstreichen. Dann ist der schön gepflegt, bleibt weich und friert natürlich auch nicht an. Das heißt, ne, ihr geht dann um euer Fahrzeug rum, ne, alle Türen, bei mir jetzt hier wäre es noch die Schiebetür oder hinten die Hecktüren. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel die Serviceklappen oder die Türen von eurer Garage, wenn ihr sowas habt. Die könnt ihr da alle dann damit entsprechend behandeln und pflegen. Aber ganz wichtig, Leute, ganz wichtig, ich habe das auch in dem Video, wo ich das Thema Wohnwagen winterfest machen, behandelt habe ich das auch schon gesagt. Wir haben ja noch andere Dichtungsgummis und da spreche ich jetzt hier von denen an unseren Scheiben. Und da gibt es einen großen Unterschied, was ihr wirklich beachten solltet. Dann nehmt ihr bitte diese Pflegeprodukte, da ist oftmals Silikon oder was weiß ich drin, nehmt ihr bitte nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil für die Pflege des Gummis, wenn diese Produkte schon okay, nur das Problem ist, dass dieser Gummi ja Kontakt hat hier mit unserem Fenster. Und das ist ja kein Glas. Das ist ja auch kein Metall wie bei der Tür, wo der Gummi mit Kontakt hat. Und dieser Kunststoff, der reagiert auf diese Pflegemittel und auf die enthaltenen Inhaltsstoffe und kann tatsächlich, also das Fenster kann tatsächlich davon Schaden nehmen. Ich weiß auch hier, es gibt unheimlich viele Tipps, die man so im Internet bekommen kann. Vaseline oder andere Fette, die man da drauf schmieren kann. Leute, macht's nicht. Und zwar habe ich damals mal mit dem Support von Dometic und ich glaube, ja, ist ja auch ein Dometic-Fenster, was ich habe. Habe ich mal Kontakt aufgenommen und habe gesagt, was soll man da nehmen? Und da haben die gesagt, das Allerbeste ist, ich habe es auch schon hier vorbereitet, ist Talkum. Talkum bekommt er auch, das ist ein Pulver, bekommt er auch im Baumarkt. Ich habe, glaube ich, auch sogar in einem Autozubehör-Shop bekommen. Und dieses Talkum, das kennt er ja.
Das ist ja so ein Trennmittel, was auch in einem Fahrradschlauch, ne, wenn ihr den mal aufgeschnitten habt oder sowas, ne, da ist auch Talkum drin, dass der halt nicht aneinander klebt. Und dieses Talkum, das macht dem Kunststoffmaterial vom Fenster macht dem nichts aus. Also das ist das, Dometic sagt ganz klar, und deswegen gebe ich das an dieser Stelle jetzt auch hier so weiter, benutzt bitte dieses Talkum für die Pflege eurer Fenstergummis. Das geht auch ganz einfach. Also ich mache das meistens so, weil ich sage, da ist ein Pulver, wenn man das hier drauf macht, hat man die ganze Sauerei hier überall. Ich nehme meistens so ein bisschen hier vorne, mache mir das auf so ein Mikrofasertuch und dann fahre ich die gerade so ab und das geht ruckzuck und ist wirklich für diese Dichtungen mit den Fenstern das Allerbeste. Denn gerade wenn ihr euer Fahrzeug jetzt so ein bisschen für längere Zeit einmottet, gehört natürlich auch die Kassettentoilette dazu, die ihr natürlich sowieso mal leeren solltet. Also klar, macht ihr ja wahrscheinlich alle genauso wie ich nach jeder Fahrt. Ich mache sie natürlich dann gerade, wenn ich sie länger nicht benutze, noch mal ein bisschen von innen sauber. Da gibt es ja auch entsprechende Produkte von vielen Herstellern. Aber ich sage es euch ehrlich, ich mache da meistens ein bisschen Toilettenreiniger rein, lasst es ein bisschen einwirken, schüttelt er so ein bisschen, dann wird die eigentlich auch super sauber. Aber wir waren beim Thema Dichtungen. Und hier oben ist ja auch eine Gummidichtung. Und ja, wenn der Schieber mal so ein bisschen schwergängig ist, da kann man zum Beispiel diese Vaseline, kriegt man auch in, glaube jeder Drogerie, kann man einfach mit dem Finger den Gummi so ein bisschen einschmieren und dann flutscht es wieder. Also das wollte ich euch an der Stelle auf jeden Fall noch sagen. Dafür ist die Vaseline gut und dann hat man es dann wenigstens einmal im Jahr gemacht und hat auch den Gummi von der Kassettentoilette gut gepflegt. Das war's von außen. Dann gehen wir mal rein, weil jetzt machen wir Fahrzeug innen. Hier müssen wir uns ja schließlich auch damit beschäftigen, was kann uns durch die Kälte, durch den Frost beschädigt werden, was kann uns auffrieren. Ja, fallen mir natürlich jetzt als allererstes Flüssigkeiten ein. Leute, da müsst ihr euch natürlich Gedanken machen, was habt ihr so bei euch an Flüssigkeiten im Fahrzeug? Bei mir als allererstes so spontan würde ich jetzt mal sagen, natürlich hier in der Küche, da hat man ja doch das ein oder andere Flüssige dabei, was man dann auf jeden Fall rausnehmen sollte. Ihr müsst natürlich auch mal gucken, vielleicht habt ihr auch andere Sachen, die nicht flüssig sind, aber trotzdem die Kälte nicht vertragen. Deswegen, da guckt ihr einfach mal. Ich mache das meistens so, damit ich das alles so schön kompakt zusammen habe, habe ich da so eine kleine Klappkiste und da stelle ich dann alles rein. Macht das zu Hause dann, was weiß ich, im Keller und dann habe ich das immer alles kompakt zusammen. Das heißt, das ist dann schnell ausgeräumt und dann aber auch später, wenn man wieder loszieht, dann aber auch wieder schnell im Fahrzeug drin. An dem Punkt, ich will bloß die ein oder andere Gedankenstütze geben, weil ist dem einen oder anderen mit Sicherheit schon passiert. Denkt also auch mal so an versteckte Flüssigkeiten. Die Getränke bei euch in der Garage, ne? Nicht, dass euch da das ein oder andere Getränk dann auffriert im Winter. Und ihr dann eine Riesensauerei habt, wenn er wieder ins Fahrzeug kommt. Oder natürlich auch im Bad. Da hat man ja auch die ein oder anderen Flüssigkeiten oder Produkte, die keine Kälte vertragen. Also, das solltet ihr dann auf jeden Fall alles rausnehmen. Waren gerade in der Küche gewesen. Natürlich auch ganz wichtig, ich sag's jetzt mal nur, Kühlschrank, ne? Natürlich sollte der Kühlschrank leer sein. Den kann man dann auch gleich bei der Gelegenheit mal schön ein bisschen sauber machen. Einfach mit so einem Essigwasser ein bisschen auswischen und so weiter, dass der wieder einsatzbereit ist. Aber hier beim Kühlschrank auch ganz wichtig, nicht zumachen, nicht ganz zumachen, sondern der hat eine Entlüftungsstellung. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel, sind es hier zwei Hebel, einmal hier oben, einmal hier unten. Und dann bleibt der Kühlschrank hier, zack, so in der Stellung, dass er trotzdem offen ist. Und dann wird er auch schön belüftet und fängt da drin nicht irgendwie an zu muffeln oder zu schimmeln. Was man innen übrigens auch machen kann, also ich mache das jetzt bei mir nicht, weil Leute, meine Nutzung sieht ja so aus, das wisst ihr ja, ist ja bei mir auch Alltagsfahrzeug, also ich fahre ja mit dem Fahrzeug sowieso im ganzen Winter auch durch und benutze das ja, aber bei Anjas Wohnwagen machen wir das zum Beispiel so, weil ich gerade gesagt habe, müffeln, schimmeln und so weiter, also dass ich wirklich alle Klappen hier aufmache, dass da überall schön die Luft zirkulieren kann, auch hier drüben, also wirklich alles schön aufmachen, offen lassen, dann, wie schon gesagt, dann passiert
passiert euch da auch nichts. Und ja, zu dem Thema Müffeln, kommen wir jetzt zum Bett. Wird auch immer wieder gefragt, oh, Bettzeug drin lassen, Bettzeug rausmachen. Also grundsätzlich sage ich, ich sage euch jetzt so, wie es aus meiner Erfahrung die ganzen Jahre war und wie ich es mache. Also hier ist mein Bett eh die ganze Zeit bezogen. Ich lasse das hier im Winter über drin, da passiert gar nichts. Wenn das Fahrzeug natürlich länger steht, dann könnte man natürlich das Bett schon abziehen, vielleicht Decke, Kissen und so weiter mit ins Haus nehmen. Und also bei mir ist es jetzt so, da ist ja direkt unten drunter die Garage. Das heißt, das Bett, die Matratze wird ja von unten, kriegt die ja auch Luft. Wenn das bei euch ein bisschen anders ist, kann man natürlich dieses Lattenrost vielleicht hochstellen, dass da auch ein bisschen die Luft zirkuliert, dass halt die Matratze da nicht irgendwie mufflig oder schimmelig wird. Und das war's zu den Sachen hier innen, auf die man achten sollte. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, Elektrik. Leute, ihr habt eure Bordbatterien. Ihr macht natürlich sowieso immer alle Verbraucher aus, das ist ja klar. Aber jetzt gerade, wenn man es länger nicht benutzt, dann sollte man natürlich trotzdem die Bordbatterie komplett trennen. Und damit meine ich jetzt nicht die Klemmen an der Bordbatterie abschrauben, sondern ihr solltet es an eurem Panel, solltet ihr die Batterie abschalten, den Strom abschalten. Also bei mir ist das jetzt hier an dem Knauspanel, wenn ich hier oben lange drauf drücke, ich mache es jetzt nur nicht, damit das Licht anbleibt, dann trennt der halt wirklich alle Verbraucher. Ich sag euch, da aber gleich eine Besonderheit in diesem Zusammenhang, der Kühlschrank, der wird nicht getrennt. Also der ist, selbst wenn man am Panel den Strom abschaltet, bleibt der versorgt. Ne? Also deswegen achtet bitte drauf, dass der Kühlschrank aus ist. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Und als zweites sollte man dann auch die Heizung ausschalten. Wenn man hier lange drauf drückt, jetzt bei meiner Druma-Heizung, dann wird auch die komplett ausgeschaltet. Das ist insofern wichtig, weil auch die zieht ein bisschen Strom, also diese iNet-Box zum Beispiel, ne, weil die kann man, mit der kann man sich ja per Bluetooth verbinden, also die ist ja dann auch in einem Standby, die zieht euch Strom und wir wollen ja wirklich alle Verbraucher, also alles, was euch die Bordbatterie mit der Zeit leer zieht, wollen wir natürlich ausschalten. Und Bordbatterie ist jetzt dann auch zum Thema Elektrik der nächste Punkt. Wenn das Fahrzeug länger steht, auch selbst wenn wirklich alles ausgeschaltet ist, entlädt sich ja die Batterie im Winter, in der kalten Jahreszeit, noch mal deutlich schneller. AGM-Batterien sind dann natürlich auch sehr empfindlich, weil wenn die mal wirklich tiefenentladen sind, dann sind die eigentlich dauerhaft beschädigt, dann könnt ihr die entsorgen. Und wenn eine Batterie nicht ganz voll ist, dann kann die auch unheimlich schlecht Frost ab. Also umso leerer die ist, umso anfälliger ist die bei kalten Temperaturen einfach Schaden zu nehmen. Ihr müsst also auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr eure Batterie entweder dauerhaft ladet, das heißt, dass ihr euer Fahrzeug irgendwo an Strom hängt, dann wird die ja über das entsprechende Ladegerät vom Fahrzeug dann auch mit Strom versorgt. Dann geht die auch in eine Erhaltungsladung, dann kann euch natürlich gar nichts passieren, dann seid ihr safe. Wenn ihr allerdings da nicht die Möglichkeit habt, euer Fahrzeug permanent am Strom angesteckt zu lassen, dann solltet ihr auf jeden Fall zwischendurch mal die Batterie laden. Also die Batterie wird euch da das nicht verzeihen, wenn ihr die paar Monate überhaupt nicht nachladet. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten müsst. Und ihr habt ja nicht nur eure Aufbaubatterien, das wollte ich noch zum Thema Batterie sagen, ihr habt nicht nur die Aufbaubatterien, ihr habt natürlich auch noch die Starterbatterie vom Fahrzeug. Deswegen ist es natürlich sehr komfortabel, wenn euer Fahrzeug am Landstrom hängt, weil dann wird auch über das Ladegerät, also so ist es zumindest bei mir in meinem Knaus, wird über das Ladegerät die Aufbaubatterie versorgt und gleichzeitig geht ein geringer Ladestrom auch an die Starterbatterie, dass ihr euch halt die nicht entlädt. Ne? Also nicht die, wir kümmern uns nur um die Aufbaubatterien, aber die Starterbatterien haben wir vergessen. Also Leute, die müssen im Winter in der kalten Jahreszeit geladen werden. Damit ist Elektrik erledigt und wir kommen zum letzten Punkt, Wasser. Bei Wasser meine ich jetzt natürlich Abwasser und Frischwasser. Und sowohl Abwasser- und auch Frischwassertank sollte natürlich leer sein.
Beim Abwasser ist es kein großes Thema, weil ihr habt mit Sicherheit an der Entsorgungsstation auf dem Campingplatz schon alles leer gemacht. Beim Frischwasser ist es natürlich ein bisschen umfangreicher, was wir da machen müssen, aber das gehen wir jetzt Punkt für Punkt durch. Und da müssen wir jetzt noch mal kurz raus, weil bei mir, ich habe da so einen festen Ablauf eigentlich. Wie geil, Wortspiel, ein Ablauf, wie ich das Wasser ablaufen lasse. Also ich habe da einen festen Ablauf, was ich zuerst mache. Und da fängt es bei mir hier hinten an der Garage an. Seht es mir jetzt bitte nach, ich räume es jetzt mal nicht aus, weil mein Frischwassertank ist hier an der Seite. Und da, hinter den Stühlen, da ist dann meine Serviceklappe, wo das Ablassventil vom Frischwassertank ist. Also den mache ich als allererstes auf und lasse den natürlich auch offen stehen. Dass selbst, sag ich mal, wenn ich das Fahrzeug da noch benutze, wenn da noch Wasser ein bisschen im Tank ist, dass das dann wirklich da alles so ein bisschen langsam rauslaufen kann und auch wirklich ganz und hundertprozentig leer wird. Hatte ich übrigens, ich sag's auch mal in diesem Zusammenhang, mit dem Frischwassertank nie irgendwelche Probleme, dass da innen drin irgendwelche Ablagerungen oder sowas sich bilden, weil das ist ja eigentlich auch immer so das, was man nach jeder Fahrt, wenn man unterwegs war, dann macht, dass man den eh aufmacht. Also das, was ich euch jetzt zeige, mache ich ja auch, wenn wir irgendwo mal auf dem Campingplatz waren oder wenn wir halt mit dem Fahrzeug unterwegs waren und Wasser gebraucht haben, dann lässt man das ja ab. Und wenn man das wirklich dann nicht über Monate drinstehen lässt, gerade im Sommer natürlich drinstehen lässt, wenn es schön warm ist, hatte ich da nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber das jetzt nur am Rande. Gut, und dann müssen wir wieder rein. Weil als nächstes müssen wir ja die Ablaufventile aufmachen. Und da habe ich nur eins. Das ist hier in dem Schrank, Kleiderschrank unterm Kühlschrank. Das sind diese hier. Und die muss man einfach aufdrehen und klack nach oben ziehen. Also ihr müsst die nicht komplett abdrehen und abnehmen, sondern die sind, das merkt ihr dann, wenn die losgedreht sind, die haben dann noch mal so einen Anschlag, nenne ich es mal. Und dann braucht man die nur nach oben ziehen. Und dann kann hier auch aus den Schläuchen das Wasser ablaufen. Dann muss natürlich auch aus der Wassertherme das Wasser ablaufen. Dazu muss ich hier unten das Ventil öffnen. Und zwar ist das, er sitzt ein bisschen versteckt, hier unten dieses Kästchen, das ist nämlich gleichzeitig der Frostwächter. Und hier oben drauf dieser blaue Hebel, den dreht man dann einfach. Also bei mir war er jetzt schon offen, zack. Und dann geht er wieder auf. Und dann läuft auch das Wasser aus der Therme. Und damit das Wasser auch wirklich jetzt aus den Schläuchen vom Wasserhahn und so weiter ablaufen kann, ihr habt ja vorher, ne, also bei mir ist jetzt noch an, aber ihr habt ja vorher auch hier das Panel sowieso ganz ausgestellt, euren Strom. Ansonsten kann ich jetzt noch separat, aber ich denke, ihr auch, kann man das Wasser abstellen, dass die Pumpe nicht jetzt anspringt. Dann mache ich nämlich noch hier im Küche und das Gleiche im Bad, mache ich dann auch hier noch den Hahn auf und dann läuft die Leitung wirklich sehr schön leer. Die würde ich dann auch wirklich so offen stehen lassen, also in der geöffneten Stellung, die Wasserhähne, weil dass es wirklich dann alles gut rauslaufen kann, damit wirklich alles leer ist. Also mir ist da auch noch nie eine Leitung irgendwie aufgefroren oder kaputt gegangen. Auch da gibt es den ein oder anderen Hack, also den ein oder anderen Tipp, den ihr sicher schon mal gehört habt. Man kann natürlich auch die Leitung wirklich mit Druckluft dann leer blasen. Leute, seid da vorsichtig, weil nicht, dass euch da irgendwas, wenn ihr mit zu viel Druck arbeitet, dann an den Dichtungen, Schellen, Befestigungen und so weiter kaputt geht oder die Schläuche. Also ich habe da schon so vieles drüber gehört. Deswegen, also mit Druckluft würde ich nicht arbeiten. Was man natürlich machen kann, das ist so ein alter Camper-Trick, man kann natürlich einen Luftballon aufblasen, den dann hier vorne um den Perlatorkopf drumherum machen und dann bläst der das letzte Wasser in den Leitungen noch raus, drückt es noch raus. Kann man machen. Ich sage nur immer, wie es ich mache. Ich habe das nämlich noch nie gemacht und mir ist an den Leitungen noch nie was passiert. Das war jetzt meine Vorgehensweise, also so wie ich es mache, um sicher und unbeschadet durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Sollte ich was vergessen haben, solltet ihr vielleicht was anders machen oder ihr habt den einen oder anderen Tipp noch, dann
schreibt es doch bitte gerne unten in die Kommentare, weil dann haben wir nämlich alle was von euren Tipps. Und dann bedanke ich mich an der Stelle wieder ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao.